Happy Mama begleitet dich durch deine Schwangerschaft Woche für Woche. Hallo Mama, willkommen in deiner 20. Woche. Wie aufregend! Du hast es bald geschafft. Du hast schon fast die Hälfte dieser unglaublich schönen Zeit hinter dir. Aufgrund der Zunahme des Blutvolumens könnten in dieser Schwangerschaftszeit Kreislaufprobleme auftreten. Was sagst du, Mama? Hast du Krampfadern bekommen? Leidest du unter Hämorrhoiden und dazu auch noch unter Muskelkrämpfe? Naja, das ist alles normal. Keine Sorge. Denke nur daran, dass alles bald nur eine schöne Erinnerung sein wird. Zurzeit hast du viel mehr Hunger als sonst. Also aufgepasst, übertreibe nicht mit dem Essen. Und auch wenn du ein bisschen zunimmst, denk daran, du bist bezaubernd wie nie zuvor. Stimmt doch, Papa. Trinke mindestens 2 Liter Wasser pro Tag und trage regelmäßig Feuchtigkeitscremen oder feuchtigkeitsspendende natürliche Hautöle und halte damit deine Haut geschmeidig und sanft. Frage immer deinen Arzt um Rat. Mama, sollen wir mal schauen, was in deinem Bauch passiert? Dein Baby ist etwa 15,3 cm groß, vergleichbar mit der Größe einer Möhre und hat ein Gewicht von ca. 220 Gramm. In dieser Woche bildet das Nervensystem die ganzen erforderlichen Verbindungen für das Gedächtnis und den Gedanken. Also rege es so viel wie möglich an, indem du sanft deinen Babybauch streichelst und mit deinem Baby sprichst. Versuche gemeinsam mit dem Papa einen zärtlichen und liebevollen Kontakt zu eurem Kind aufzunehmen. Weißt du, Mama, das Baby erkennt später Melodien und Kinderreime, die es im Babybauch gehört hat, wieder. Also bereite dir einen Kräutertee vor und nimm dir Zeit, um ihm jetzt eine Geschichte vorzulesen oder ein Lied vorzusingen. Dein Kind wird sich darüber freuen. Mama, das Ohr ist jetzt komplett ausgebildet und auch die Wirbelsäule hat sich komplett entwickelt. Der Fötus ist nun fast vollständig. Aber jetzt wirst du dein Baby häufiger und intensiver spüren, denn seine Bewegungen werden immer deutlicher. Seine Muskeln sind kräftiger geworden. Er spielt und schlägt Purzelbäume. Ein echter Akrobat! Denk an die App-Funktion Fußtrittzähler und viel Spaß bei der Bewegungsaufzeichnung. Teile deine Empfindungen deinen besten Freunden mit. Innerhalb dieser Woche wirst du die Untersuchung des 5. Schwangerschaftsmonats und den Urintest für die Blutzuckerkontrolle durchführen. In dieser Zeit ist auch der morphologische Ultraschall vorgesehen, welcher die Entwicklung des Babys bewertet und, halte dich fest, anhand dieser Untersuchung wirst du mit Sicherheit erfahren, ob du ein Junge oder ein Mädchen erwartest. Was für eine Freude! Wir sehen uns in einer Woche!